Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir wollen heute mal wieder über das Thema Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Währungsreform und so weiter reden. Und ich habe heute einen Fachmann da, Dr. Henning Witte, der ist Anwalt für Bankrecht, ja, seit 20 Jahren. Erzähl vielleicht mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Darf ich du Ja, sagen? Wer natürlich, duzt klar, uns ja? ja. Ich bin in Deutschland und Schweden ausgebildeter Jurist und seit 20 Jahren mit Schwerpunkt in Stockholm tätig, berate deutsche und schwedische Wirtschaft und dort mit Schwerpunkt eben Banken und Finanzinstitute und habe auf diese Weise Einblick gewonnen in die Finanzwelt, aber auch auf einer anderen Schiene, in dem ich von den Geheimdiensten ziemlich verfolgt worden bin, als Anwalt für die Opfer der Estonia-Katastrophe, weil ich da mit der unliebsamen Wahrheit rausgekommen bin, dass das kein Unfall war, sondern ein Attentat. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, auch mal hinter die Machtstrukturen zu gucken und mich mit Themen zu befassen, die normalerweise nicht so angeboten werden. Das Thema mit der Estonia wäre vielleicht auch mal was für eine eigene Sendung. Ja, Können auf wir alle jetzt Fälle. aber nicht so ausführen. Nee. Es gibt den Film, wo du auch daran beteiligt warst. Wie heißt er? Baltic Baltic Storm, Baltic Storm. Storm mit Jürgen Prochnow, ja. Genau. Wo eigentlich schon deutlich wird, dass die Geschichte also schon anders ist, als Ja. wo man ja der Meyer-Werft jetzt auch Vorwürfe macht, dass sie vielleicht einen Konstruktionsfehler hatte oder Die waren sowas. Scapegoat sozusagen, könnte man vereinfacht sagen, weil es ist Ja. eben alles ganz anders abgelaufen. Machen wir vielleicht auch noch mal irgendwann eine Sendung Ja, gerne, drüber. ja. Aber du hast auch gesagt, so ganz ans das, was wirklich jetzt da die Hintergründe sind, willst du im Moment noch nicht rauslassen, weil es doch ein bisschen heikel ist. Da Ja, sollte genau. man Die vielleicht Zeit noch. ist einfach noch nicht reif dafür. Gut, deswegen reden wir über das, wofür die Zeit jetzt reif ist, nämlich wir alle spüren, irgendwas ist mit dem gesamten Geldsystem in Aufruhr, diese Griechenland-Rettung, das sind ja Summen, die da gehandelt werden, das ist ja unglaublich. Und dass Ja. das ja auch irgendwo herkommen muss, fragt sich jeder, wie soll das weitergehen? Und du hast gesagt, du hast so ein bisschen durch deine Arbeit jetzt auch so die Zusammenhänge begriffen, was Ja. das Geldsystem überhaupt ist und wo da der Ja. Haken ist. Genau. Und es sind zwei Kernfaktoren, die praktisch nie erwähnt werden, die aber den Schlüssel zu dem Verständnis für unser Finanzsystem bilden. Und der erste Kernfaktor ist, dass man wissen muss, dass der überwiegende Teil des Geldes, weit über 90%, in Form von Krediten in den Umlauf kommt. Und das bedeutet also, dass das Volumen des Geldes dem Kreditvolumen entspricht. Es reicht also gerade mal aus, um die Kredite zurückzuführen. An jeden Kredit ist aber eine Zinszahlung gebunden. Und für diese Zinszahlung ist das Geldvolumen von vornherein nicht da, weil es reicht ja eben nur, um die Kredite zurückzuführen, weil es in Form von Krediten in die Welt gekommen ist. Und das bedeutet, dass von vornherein irgendein armes Würstchen gezwungen ist, einen neuen Kredit aufzunehmen, um diese Zinsen bezahlen zu können. Und das ist nichts anderes als ein Schneeballsystem oder Ponzi-Scheme, wie sie in Amerika sagen, oder Pyramidenspiel. Die sind in allen Rechtsordnungen strafbar, mit Recht. Nur bei dem Wichtigsten unserer Finanzordnung ist es auf einmal, soll es nicht strafbar sein und wird nicht geahndet. Also beim Schneeballsystem ist es ja so, ne, die Ersten verdienen richtig gut, weil Genau. sie immer Leute überzeugen, ja, kommt ein, ihr könnt richtig Geld verdienen. Die Ersten verdienen auch noch, Ja. die 10. Reihe auch noch, aber irgendwann haben die Leute Schwierigkeiten, noch Leute zu kriegen, die da noch Geld reinstecken, und Genau. da hört es dann auf, ne? Wir leben auf einem Planeten, der eben endliche Ressourcen hat und deshalb kann sowas nicht in die Unendlichkeit gehen. Das ist aber auch die Erklärung dafür, weswegen man immer wieder neue, in Anführungszeichen, Dumme sucht, um sie in dieses Schneeballsystem reinzudrängen. Und deshalb werden eben Kredite aufgedrängt, wie diese Subprime-Loans in Amerika, wo Leute Häuserkredite bekommen, die überhaupt nicht dafür qualifiziert sind. Und ich weiß es selber, dann kommen auf einmal von Royal Bank of Scotland ganz hervorragende Angebote, wie man noch eine Kreditkarte kriegt, obwohl man vielleicht gar nicht kreditwürdig ist. Es wird also
systematisch werden immer wieder neue reingedrückt in dieses System, weil es sonst schneller kaputt geht. Ach so, es muss also sein, es werden einem quasi Kredite aufgedrängt, obwohl man sagt, eigentlich kann ich mir kein Haus leisten, aber genau, weil, weil ein Schneeballsystem lebt davon, dass immer wieder neue reingedrückt werden, das System sonst kollabiert ist. Und das ist also der eine Punkt, dass Geldvolumen den Kreditvolumen entsprechen und dass von vornherein nichts für die Zinsen da ist an Kredit, an Geldvolumen. Und der zweite Punkt, der auch fast nie angesprochen wird, ist, dass die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Und zwar nicht nur die Zentralbanken, sondern auch die privaten Geschäftsbanken. Etwas vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, wenn man 1 Million Euro Kredit kriegt von der Bank, dann sind nach den Basel-Regelungen ungefähr 10% Mindestreserven. Also 100.000 muss die Bank schon selber haben, entweder als eigenes Kapital oder Einlagen von Sparern oder in anderer Form. Aber die restlichen 900.000, die werden aus dem Nichts geschaffen, einfach durch Zahlen im Computer. Und das nennt man das Fiat Money, also Fiat Lux, es werde Licht aus dem Nichts heraus, daher kommt der Ausdruck. Und das Problem ist eben, dass da kein richtiger Wert dahinter steckt, sondern etwas übertrieben ausgedrückt heiße Luft. Und das führt zu einem schleichenden Enteignungssystem. Und zwar habe ich jetzt mal seit Griechenland festgestellt, dass wir auf diese Weise 6 verschiedene Enteignungsebenen haben durch dieses Fiat-Money-System, worüber die meisten sich überhaupt nicht im Klaren sind. Die merken jetzt nur, dass es langsam irgendwas ist. Die erste Ebene ist, sagen wir mal, ich kaufe mir ein Haus für diese 1 Million Euro und verpfände das Haus mit der Grundschuld bei der Bank. Und dann zahle ich Zinsen darauf, da habe ich gearbeitet für. Das ist jedenfalls dann schon mal redlicher, als was die Bank gemacht hat, die mir nur einfach was in den Computer schreibt. Und oft geht es ja dann auch schief, das Haus ist verpfändet. Dann kommt das Haus zur Bank oder Auto oder was man sonst hatte. Unternehmen ist ja dasselbe. Und auf diese Weise hat man eine Werteverschiebung, reale Werte vom Bürger hin zu den Banken. Das ist die erste Form der Enteignung. Die zweite ist der sogenannte Inflationseffekt. Dadurch, dass die Geschäftsbanken selber Geld aus dem Nichts schöpfen können und dabei nicht gezwungen sind, an das Gemeinwohl zu denken, sondern nur an ihr eigenes Wohl, versuchen sie natürlich so viel wie möglich zu schöpfen, um damit Geld zu verdienen. Und je mehr geschöpft wird, desto mehr wird die Geldmenge aufgebläht und je aufgeblähter sie ist, desto mehr Inflation haben wir. Und da können viele jetzt sagen, Deflation, alles Mögliche, das ist alles gelogen und Smokescreen. Es ist eben einfach nicht wegzudiskutieren. Das heißt, Ersparnisse, Pensionen, Renten und so weiter werden durch den Inflationseffekt ausgehöhlt. Das ist auch eine Enteignung, eine schleichende Enteignung. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist, dass praktisch alle Staaten heutzutage gezwungen sind, Kredite aufzunehmen, um ihre Wohlfahrtsprogramme laufen zu lassen und so weiter. Und dann natürlich über die Steuereinnahmen diese Zinsen dieser Kredite bedienen müssen. Und damit der Bürger über die Steuerschiene auch wieder schleichend enteignet wird. Und deswegen müssen immer mehr Steuern erhoben werden und wir haben immer größere Steuerbelastung, weil das Geld überall fehlt. Ne? Ja, und weil wir eben dieses erste Kernproblem haben, dass es hier ein Schneeballsystem ist und immer neue Kredite aufgenommen werden müssen, um die Zinsen zahlen zu können, haben wir jetzt eben diese Staatsverschuldungsprobleme, aus denen wir auch so nicht mehr rauskommen. Ich sage nachher noch, wie wir aus der ganzen Nummer rauskommen, aber erstmal ist das Problem, dass sich das aufschaukelt und dann eben auch dieser üble Zinseszinseffekt. Das heißt, wir haben in der Zinsbelastung eine exponentielle Kurve, eine exponentielle Entwicklung. Und alle exponentiellen Entwicklungen sind unnatürlich. Die enden irgendwann tödlich, sei es in einer Krebsgeschwür und einer Atomreaktion. Das kann keiner überleben, weil wir eben ein endliches System auf der Erde haben. Und deshalb ist auch auf dieser dritten Ebene eben eine fürchterliche Enteignung über die Verschuldung der Staaten. Die vierte Ebene haben wir jetzt bei der ersten Welle der Finanzkrise entdeckt. Das war Stichwort too big to fail. Man sagt,
die Banken oder auch Versicherungen wie AIG, die sind so groß, wenn wir die jetzt in Konkurs oder Insolvenz gehen lassen, würde das riesige Schäden für die Gesellschaft mit sich bringen. Deshalb müssen die gerettet werden. Und die werden mit Steuergeldern gerettet, also wieder eine Enteignung. Das haben wir gerade erlebt. Und jetzt die Tage, ganz aktuell, die fünfte Stufe, innerhalb des Euroraums, die Rettung Griechenlands. Da wären dann andere Länder gezwungen, für Slowenien war das ganz schlimm, sich neu zu verschulden und neue Steuererhöhungen, damit man Griechenland rettet. Also auch da eine Enteignung. Und die letzte Stufe, die steht uns noch bevor, die wird aber zwingend notwendig kommen müssen, weil dieses System darauf aufbaut, dass es kollabiert, aus naturgesetzlichen Gründen, das ist dann die Währungsreform. Mhm. Und die Deutschen haben das im letzten Jahrhundert zweimal leider gehabt. Da wird dann einfach ein Schnitt gemacht und alles ist verloren, praktisch an Ersparnissen und so weiter, in noch radikalerer Form als durch die Inflation. Und dann kommt ein neues System. Jetzt natürlich die Frage, was wird kommen? Werden diese Kräfte wieder so frech sein und uns ein neues Fiat-Money-System aufstülpen, mhm, auf globaler Ebene? Oder werden sie ein etwas humaneres System einführen, wie zum Beispiel den Goldstandard, der aber auch nicht optimal ist? Oder werden sie endlich mal ein ehrliches System einführen? Da komme ich gleich noch zu. Ich will nur noch mal kurz sagen, das Motiv, weswegen wir überhaupt dieses Schneeballsystem als Finanzsystem haben. Es gibt nicht nur sehr viel Geld, sondern vor allen Dingen unheimlich viel Macht für die, die an der Spitze der Kreditpyramide stehen. Deshalb haben wir das System. Und das System ist sehr, sehr schlau, schon seit langer Zeit eingefädelt worden. Mhm. Und zwar schon mit Beginn um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Das kann man in einem Buch von Rainer Deutsch nachlesen, das Silberkomplott, mhm, wie man langsam angefangen hat. Also man muss dazu wissen, früher waren vor allen Dingen Gold und Silber Geld, also das Geld hatte an sich einen Wert in verschiedenen Münzformen. Und man hat dann langsam angefangen, gegen das Silber zu konspirieren und das Silber zu entmonetarisieren, sodass man dann um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch den reinen Goldstandard hatte. Mhm. Und das war eine Verschlechterung, weil dann natürlich die besonders gut dran sind, die auf den Goldvorkommen sitzen. Das sind ja weniger Wesen, nicht weniger als bei Silber. Das Problem eben auch ist, dass dann durch das Gold eine sehr enge Manschette über die Wirtschaft gestülpt wird, weil Gold nicht beliebig ausgegraben werden kann. Es gibt eine bestimmte Menge. Und ja, und deshalb hat man auch während des Goldstandards schon einige Lockerungen gehabt, weil man eben mehr brauchte, gerade in den Gründerjahren in Deutschland, in Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann hat man aber auch gesagt, langsam, wir müssen auch da aus dem Gold raus. Einen abrupten Abbruch hat es im Sommer 1914 gegeben, wo man alle Staaten wie durch Zauberhand auf einmal den Goldstandard verlassen haben und in das Fiat-Money-System reingegangen sind, also in dieses Geld aus dem Nichts geschöpft, weil sie sonst die Waffen nicht hätten bezahlen können für den Ersten Weltkrieg. Man hat mal ausgerechnet, der Erste Weltkrieg wäre zu Weihnachten 1914 schon zu Ende gewesen, wenn man im Goldstandard geblieben wäre. Weil wäre ja schön gewesen. Das, genau, weil niemand das Geld gehabt hätte, um den Krieg zu finanzieren. Mhm. Und dann hat man nach dem Ersten Weltkrieg das teilweise wieder eingeführt und vor allen Dingen auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann 1944 das Bretton Woods-Abkommen, wo man dann zumindest gesagt hat, gut, wir knüpfen den Dollar an das Gold und alle anderen Währungen an den Dollar. Das ist aber dann auch von den Amerikanern einseitig zu Grabe getragen worden. 71 im August von Nixon. Warum? Weil die Amerikaner unheimlich viel Dollars dann aus dem Nichts geschöpft haben, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, sodass der immer weniger wert wurde. Und dann haben dann die anderen Länder gesagt, wir wollen aber jetzt unsere Dollar eintauschen gegen Gold, weil wir merken, das ist nicht mehr so viel wert. Frankreich hat sogar noch Kriegsschiffe rübergeschickt, um dem Druck zu verleihen. Okay.
Und da hat man dann gesehen, oh, das können wir gar nicht mehr alles bedienen und ist einseitig aus dieser letzten Goldbindung noch rausgegangen, 1971. Dann hat man noch einen Coup gegen die Schweiz gefahren. Das kann man bei Ferdinand Lips in dem Buch nachlesen, die Goldverschwörung. Die wurden dann gezwungen, in den internationalen Währungsfonds 92, 90 um die Drehe einzutreten. Und die haben als Bedingung, dass die Währung nicht ans Gold geknüpft sein darf. Und da musste dann selbst der gute Schweizer Franc seine Goldbindung aufgeben. Da haben sie die auch noch geknackt. Aber wie gesagt, es gibt denen, die an der Spitze der Kreditpyramide sitzen, eine enorme Macht. Kann man sagen, wer das ist? Ja, das ist ganz leicht festzustellen. Diese Hierarchien sind klar erkennbar. In der allerhöchsten Spitze ist die Familie Rothschild und dann Rockefeller und andere Bankfamilien. Also im Grunde Morgan, die, Schiff, ja, die Eigentümer der Federal Reserve in Amerika. Ist das ja eine Privatbank? Und da ist die Spitze. Und deshalb kommt jetzt übrigens auch die Attacke gegen den Euro aus den Vereinigten Staaten. Goldman Sachs und so weiter, die ja gegen den Euro spekulieren und einfach Euros verkaufen, die sie gar nicht haben. Das müsste eigentlich strafbar sein, um den Dollar noch zu retten, der ja auch fürchterlich am Wackeln ist. Und das kann den Euro zerstören, oder wie sieht es aus? Ja, Also also das lange hält das sich Risiko auch ist nicht. da. Ich meine, der Euro hat sowieso immer auf tönernen Füßen gestanden, weil das Problem war, dass wir nicht einen einheitlichen Wirtschaftsraum haben. In Amerika haben wir ja trotz der verschiedenen Teilstaaten im Prinzip einen einheitlichen Wirtschaftsraum. Das haben wir in Europa überhaupt nicht. Es ist möglich auch, dass wir Nord- und Südeuro kriegen, weil die nördlichen europäischen Länder stabilere Wirtschaften haben als die südlichen europäischen Länder. Das muss man mal abwarten. Jedenfalls hat der Euro da schon immer unter einem ungünstigen Stern gestanden. Und wie gesagt, aber nochmal zurück, dieses System, was wir jetzt haben, gibt eine unheimliche Macht, weil man nämlich bestimmen kann, du kriegst Kredite, weil du bist uns genehm, du kriegst keine Kredite, du bist uns nicht genehm. Oder wie in meinem Fall mit der Estonia und den Schweden, wo mir dann auf einmal die schwedischen Banken die Kredite ohne Grund kündigten, um mich fertig zu machen. So kann man schon mal sehr viel steuern. Und durch die ganzen Enteignungen hat man natürlich auch so viel Geld, dass man dann verschiedene Projekte und Politiker und politische Parteien finanzieren kann, wie es einem gerade genehm ist. Aber Systemkritiker kann man eben ganz schnell fertig Genau. machen, indem man denen einfach kein Geld mehr Ja. gibt und denen das alles entzieht. Deshalb hat auch mal ich glaube, es war Nathan Rothschild gesagt, vor über 100 Jahren, gib mir die Macht über das Finanzsystem und es ist mir egal, wer die Gesetze macht. Ist so, ja. Ja. Aber wäre es denn nicht, ist ja immer die Frage, wenn wir als Staaten riesige Verschuldungen haben, wie an Deutschland, man sagt 1,6 oder 7 Billionen, wahrscheinlich sind es eher 7 Billionen oder sowas, es gibt ja inoffizielle Zahlen. Wie kann es überhaupt angehen, dass die Staaten verschuldet sind, wenn sie das Geld selber rausgeben würden, wäre es doch viel sinnvoller, ne? Ja, also als erstes ist die Antwort, die Politiker haben nicht die eigentliche Macht. Das sind geheime Kräfte im Hintergrund, die eben aus diesen Geldkreisen kommen, aus diesen Bankenkreisen kommen, Über das Logensystem gesteuert ja, und so die weiter. eigentliche Macht haben. Und deshalb verleiten sie die Staaten auch zu dieser wahnsinnigen Kreditnahme. Und das Zweite ist eben, wir müssten eigentlich einführen ein gesundes Finanzsystem. Und das sieht folgendermaßen aus. Stichwort schon mal österreichische Schule für einige ist das wahrscheinlich ein Begriff, für andere nicht. Hayek und Mises. Hat Hayek hat aber auch mit ja dem Goldstandard oder auch, ja, das Goldanbindung wieder zu tun, genau, oder? kommt dann dahin. Aber jedenfalls ist, und Ron Paul hat das jetzt auch gesagt, das ist schon mal eine vernünftige Richtung. Das Problem ist aber, dass wir, wenn wir wieder den Goldstandard bekämen, wir nicht flexibel genug sind bei Wirtschaftswachstum, weil eben nicht so viel Gold da ist. Im Gegenteil, es wird jetzt immer knapper noch. Und außerdem, diejenigen, die jetzt die mächtigsten sind, haben sich natürlich den größten Teil des Goldes schon unter den Nagel gerissen. Das heißt, wenn wir den Goldstandard jetzt einfach so einführen, dann sind die wieder die Mächtigen und das ist undemokratisch, weil sie nicht so gewählt worden sind. Und deshalb sollte man den nicht haben. Dann könnte man überlegen, dass man den Bimetallstandard einführt, das heißt an Gold und Silber bindet. Und, das ist jetzt entscheidend, das hat der Herr Deutsch auch in seinem Buch sehr gut herausgestellt, dass man den Wechselkurs zwischen Gold und Silber den Markt bestimmen lässt und nicht festlegt. Dann hat man eine gewisse Flexibilität. Aber auch das ist problematisch,
das Modernste und Vernünftigste wäre, das kann man bei Zarlenga zum Beispiel nachlesen, im Kopfverlag gibt es das Buch auf Deutsch übersetzt auch, das ist ein amerikanischer Börsenmakler, der also sich auch sehr gut auskennt. Das Beste ist, dass man sich in modernen Staaten einfach gesetzlich darüber einigt, was Geld ist und das Geld an die Arbeit knüpft. Also der Gegenwert nicht Gold oder Silber ist, sondern die menschliche Arbeit. Das ist ja sowieso eigentlich der Grundsinn des Geldes, dass man nicht tauschen muss, sondern wenn jemand was gearbeitet hat, dann kriegt er eben einen Ersatz dafür. Und da ist dann auf folgende Weise vorzugehen, dass man das Geldschöpfen aus dem Nichts nur noch den Staaten erlaubt, den Zentralbanken. Und die dürfen das auch nicht für alles Mögliche aus dem Nichts schöpfen, sondern nur für geleistete Arbeit, für neue Produkte oder Produktionen. Das soll schon Keynes gesagt haben, dann hat man nämlich ein Gleichgewicht. Hier das Geld und hier die Arbeit und dann gibt es nicht Inflation. Das ist natürlich immer die große Gefahr. Und dieses aus dem Nichts geschöpfte Geld von den Zentralbanken darf nicht in Form von Krediten reinkommen. Dann haben wir wieder das Problem, dass die Geldmenge für die Zinsen nicht da ist und dann schaukelt sich das wieder auf, sondern in Form von Bezahlungen für die Arbeit, ohne dass man darauf Zinsen zahlen muss. Also eine Art Subvention oder wir haben im Grunde keinen Begriff dafür, der muss erst noch definiert werden. Ja, ne? Dann kann man in gewissen Teilbereichen sicher auch überlegen, dass man von diesem vom Staat monopolistisch neu geschöpften Geld auch Kredite vergibt, aber ohne Zinsbindung. Das heißt, für irgendwelche Industrieprojekte sagt, okay, ihr kriegt einen Kredit zinslos, müsst das aber zurückzahlen und dass man dann über die Rückzahlungsmechanismen die Geldmenge steuert. Das wäre auch sicherlich sinnvoll. Das muss man dann mal ausprobieren, weil es hat sowas noch nie gegeben und da muss man einfach mal praktisch gucken, dass die Geldmenge nicht zu groß wird, dass man nicht dann wieder in Inflationsprobleme kommt. Also das wäre jetzt ja ein wünschenswertes Geldsystem. Wir gehen aber ja davon aus, im Moment haben wir keine Politiker, die überhaupt den Wunsch haben, ein sinnvolles Geldsystem. Und noch schlimmer, es wird nicht mal formuliert. Also bei diesen ganzen Maybrit Illner-Runden und so weiter, das wird nie zur Sprache gebracht. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, sage ich mal, eine Vision für eine bessere Welt, also eine Idee für eine bessere Welt erstmal in die Welt, ins morphogenetische Feld zu setzen, dass wir sagen, es wäre anders möglich. Ja. Natürlich muss wahrscheinlich erstmal das alte System zusammenbrechen und da sind wir im Grunde mittendrin. Also notwendig wäre es nicht. Die Lösung für alle Staaten, die jetzt in den Problemen tief drin sitzen, wäre, dass man noch eins vorausgeschickt, diese Zentralbanken, die dann das Geld aus dem Nichts schöpfen, die müssen ganz unabhängig sein, so wie das früher die Bundesbank war. Und da muss man noch weiter gehen und nach dem Professor Senf in Berlin sagen, eine Monetative schaffen. Das heißt, in der Gewaltenteilung, in der Verfassung eine neue Gewalt einführen, die Monetative, die auch durch freie Wahlen gewählt wird, der Bundesbankpräsident, damit die möglichst unabhängig sind. Und von den anderen auch kontrolliert werden können. Ja. Und in der Übergangsphase macht man so, da ist vor allen Dingen die österreichische Schule sehr eine gute Hilfestellung und auch zahlreiche Professoren wie Irving Fischer aus den Staaten, die damals nach dem Crash 1929 sich gesagt haben, was können wir jetzt machen. In der Übergangsphase führt man das sogenannte 100%-System ein. Nämlich das, wovon die meisten Leute glauben, dass es jetzt schon da ist. Nämlich, wenn die Bank einen Kredit gibt, denkt man ja immer, die Banken haben das Geld. Ja. Durch Einlagen, Spareinlagen und so weiter. Keiner kommt ja darauf, dass sie das einfach aus dem Nichts schöpfen. Und da dreht man jetzt den Spieß um und sagt, hört zu, ihr Banken habt jetzt so und so viel Kredite vergeben. Davon sind 90% heiße Luft. Ihr müsst jetzt diese Kredite mit echtem Geld unterlegen, also die Mindestreserven von jetzt 10% auf 100% hochfahren. Daher nenne ich das das 100%-System. Ja. Und wo kommt das Geld her? Ja, vom Staat, von der Monetative, von der neuen Bundesbank. Die ist aus dem Nichts schafft. Die schafft es aus dem Nichts. Und dann kommt jetzt das richtig Nette. Dann müssen nämlich die Banken Zinsen an den Staat zahlen. Und damit haben wir eine enorme Steuerentlastung. Und wenn dabei ein paar Banken kaputt gehen, schadet das überhaupt nichts. Wir sehen ja jetzt, wie das Bankensystem die ganze Gesellschaft kaputt macht. Da können wir gerne ein paar verlieren. Und die überleben, die können dann nur noch
davon Geld verdienen, dass Leute bei ihnen Gelder einlegen und die können dann auch bestimmen, sagen, ich lege hier jetzt 100.000 Euro an, ich will aber, dass die Bank das nur für grüne Energie, für Windenergie oder andere nützliche Sachen verwendet und dafür dann Kredite gibt. Und die Bank lebt nur noch vom Zinsunterschied. Ich kriege von der Bank vielleicht 2% und die Bank nimmt dann 4%. Und von dem Unterschied lebt die Bank. Das ist okay, aber mehr auch nicht. Und auf diese Weise, wenn man dann alle Banken zwingen, ihre Kredite 100% zu unterlegen und dabei auch sicherlich viele kaputt gehen, kriegen wir wieder ein vernünftiges System in der Übergangsphase. Also du gehst ja auch davon aus, dass wir in einer Zeit leben, die wirklich alles verändert, wo auch ja, wir wirklich davon ausgehen können, dass es in ein, 2 Jahren nicht mehr so aussehen wird wie im Moment. Das heißt, das ist aus bestimmten Gründen einfach so. Dass, jeder spürt es auch, dass es nicht das gleiche ist wie eine Wirtschaftskrise 1900, was weiß ich, 23 oder Währungsreform 48. Da haben wir schon in anderen Sendungen drüber gesprochen. Es ist nicht das gleiche, weil wir einfach gleichzeitig auch einen Bewusstseinszuwachs haben im Moment. Und sich sehr vieles verändert. Maya-Kalender, du hast dich auch damit befasst. Führt natürlich jetzt vielleicht vom Thema ein bisschen weg, aber wir leben in einer Zeit, wo eben wir auch uns jetzt schon Gedanken machen darüber sollten, was kommt, was für ein neues System können wir einführen. Und das ist eine wunderbare Stichwort Idee. Golden Age, Ja. das ist ja im New Wave überall schon, das ist richtig. Bei Maya-Kalender kann ich empfehlen, Carl-Johan Kallemann, ein Schwede, der da sehr gute Forschungen betrieben hat, wo man ablesen kann, wie die Geschichte in Wellenbewegungen geht und wir eben jetzt eine Phase erreichen, wo sehr viel Lügen und diese Dinge ans Licht kommen, dunklen Sachen ans Licht gezerrt werden. Und negative Machtstrukturen abgeschüttelt werden, sodass wir vernünftige Reformen machen können und insofern eben auch eine gute Chance besteht, dass die Finanzsysteme vernünftig reformiert werden und nicht, dass uns wieder ein neues Schneeballsystem aufgedrückt wird, was ja jetzt schon diskutiert wird über den Internationalen Währungsfonds, dass da so ein Korb gebildet wird mit Ziehungsrechten und verschiedenen führenden Währungen. Das wäre natürlich nicht gut. Und auch Stichwort Wiedereinführung der D-Mark. Die D-Mark an sich, das bringt uns gar nichts, solange wir nicht dieses Schneeballsystem verlassen und dass die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen, also das Fiat-Money-System. Das muss verlassen werden. Ob das dann D-Mark oder Euro heißt, ist gar nicht mehr so wichtig. Und deshalb ist das alles eine Scheindiskussion, die im Moment geführt wird. Aber du hast ja auch den Eindruck, also es sind natürlich die Mächte, die weiterhin versuchen werden, jetzt uns wieder ein neues System überzustülpen. Aber Klar. viele von deren Pläne klappen ja nicht mehr. Nee. Wir haben in anderen Sendungen über die Schweinegrippe gesprochen, die hat ja überhaupt nicht so Richtig, funktioniert, wie dies geplant war. genau, ist richtig. Klimahysterie, denke ich, das Wetter hat jetzt auch ein bisschen uns eines Ja, und an Besseren die belehrt. Sonnenflecken denken die wenigsten dabei, Ja, gut, aber es sind ja immer so bestimmte Pläne, die Menschheit quasi mit einem bestimmten Thema jetzt in Angst zu versetzen und dann richtig. Ziele durchzusetzen, klappt nicht mehr alles, Richtig. oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso, Und genauso, dann wird möglicherweise eben auch deren Versuch jetzt wieder ein neues Geldsystem nach der Pyramide zu errichten, vielleicht auch nicht mehr klappen. Und dann wäre es toll, dass wir jetzt eine Vision haben, wie es gehen könnte. Ist im Grunde ganz einfach. Es ist ein ehrliches System, wo man sagt, Geld ist dafür da, um die Arbeitsleistung eines Menschen zu entlohnen. Und was nimmt man, was Wertaufbewahrungsfunktion und so weiter hat, was hat sich in der Geschichte als praktisch erwiesen? Nichts war richtig 100% praktisch. Das Beste waren noch Gold und Silber. Aber auch das nicht optimal, weil es eben nicht genügend Gold und Silber gibt. Also erschaffen wir etwas Geistiges und setzen eben ein ehrliches Regelwerk in Gang und schaffen nur Gelder für neu erarbeitetes, was Menschen neu gemacht haben. Genau, und Ganz wenn ich simpel. als Bank, wenn ich dir Geld leihen würde, könnte ich dir auch nur Geld leihen, was ich habe. Also Genau. dass ich auf die Idee komme, ich leihe dir Geld, was ich nicht habe, das geht ja auch Und da muss auch verboten nicht. werden, diese ganzen Leerverkäufe. Das ist ja völliger Wahnsinn. Ja, klar. Das muss kriminalisiert werden. Und das reicht auch, dass wir das in Europa machen. Und dann wird eben über die Strafgesetze das ganze Vermögen von den amerikanischen Institutionen, die hier gegen den Euro spekulieren, einfach beschlagnahmt. Ruckzuck. Wenn man will, kann man das machen. Wunderbar. Gut,
Ich denke, es ist, wir können natürlich sicherlich noch länger drüber reden. Es hat Ja. viele, viele Aspekte natürlich, das Thema. Aber ich glaube, wir haben erstmal entscheidende Punkte dargelegt. Und ich Ja. fand das sehr interessant, dass du da warst, dass wir das eben so ganz spontan mal diese Sendung gemacht haben. Ja. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen. Also wir werden Gerne, sicherlich ja. nochmal zu anderen Themen Ja. zusammenkommen. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Dr. Bitte. Henning Witte. Und irgendwann sehen wir uns wieder. Ja. Okay.